Willkommen beim Time Tutorial für Fitnessübungen. Ich zeige euch heute meine neue absolute Lieblingsmobilisation und Dehnungsübung. Ich habe sie schamlos geklaut beim Muay Thai. Und zwar bei Kru, diesem Tanz, der am Anfang ausgeführt wird. In Teilen kennt man sie auch aus dem normalen Fitnessbereich. Ja? Wir wollen anfangen. Wir stellen uns auf. Hier 90 Grad. Hier 90 Grad, hier 90 Grad. Jetzt ist es wichtig, dass ihr eure Hüfte und alles, was daran geht, schon mal mit zum Vorspannen bringt. Ihr wollt nämlich nicht hier schräg sein. Wenn ihr alles anspannt, zieht ihr eure Hüfte gerade. Ihr könnt euch einen Klebestreifen nehmen, einen Stift, den hier über die Hüftknochen legen und gucken, ob der bei dir zum Boden ist. Auch diese Linie solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht irgendwie schräg seid. Das allein kann schon anstrengend sein. Wenn wir diese Spannung haben, fangen wir an, langsam zu wippen. Vor und zurück. Ihr könnt variieren mit aufgestelltem Fuß und mit flachem Fuß. Ihr geht so weit nach hinten, wie ihr es mögt und wie eure Gelenke es zulassen. Ganz zum Ende kommt ihr runter. Hier vorne habt ihr jetzt den Beinbeuger in der Dehnung. Drückt euch raus, das ist euch hier was Muskuläres. Kommt nach vorne, spannt jetzt an. Und geht so weit nach vorne, wie es die vordere Kette zulässt. Wenn das noch nicht reicht, winkelt ihr jetzt das Bein mit an. Müsst ihr die Balance halten. Und schon habt ihr einen ganz anderen Zug. Um hier vorne noch ein bisschen zu dehnen, lasse ich hier ein bisschen Druck nach und bewege mich nach vorne. Der Druck auf meinen Fuß befindet sich auf dem Hacken. Nicht hier vorne, auf dem Hacken, dass das hier wieder arbeiten muss. Dann drücke ich mich raus. Und hin und her. Ja, das mache ich je nach Fußvariation dreimal. Das reicht mir schon. Beide Seiten natürlich. Als andere wichtige Variante ist es, das Ganze seitlich auszuführen. Achtet hier auch wieder drauf, dass ihr erstmal zum Anfang rechtwinklig zum Boden seid und dass euer Fuß aufsetzt. Ihr wollt die Fußkante in den Boden drücken. Jetzt könnt ihr hier wieder auf die Hüfte achten. Sie kann so sein, dass ihr vollkommen verstellt seid. Oder ihr zieht das wieder ran. Und das ist eine Frage von Mobilität, was ihr üben könnt, indem ihr hier einfach euch immer ein bisschen bewegt. Aber auch hier könnt ihr wieder runtergehen. Achtung, auf den Fuß achten. Hochgehen. Oder ein bisschen mit Hüftdrehung. Hüfte nach hinten. Hüfte nach vorne. Hüfte nach hinten, Hüfte nach vorne. Im weiteren Verlauf könnt ihr auch gerne probieren, hier den Winkel zu erweitern und dann runter zu gehen. Das liegt an euch.